Seid gegrüßt, Volk! Ihr könnt euch mit der Ruckschirm leider nur so fortbewegen. Falsch, ihr könnt auch rennen damit. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Im Prinzip ist das eine ganz, ganz einfache Sache. Ihr nehmt der Ruckschild oder Schirm. Ich finde, Schirm ist so bescheuert gesagt. Und rüstet euer tolles Motorrad aus. Danach drückt ihr halt weiter in der Ruckschirm. Macht das Motorrad und ihr seht, weil sobald man das schon spawnen möchte, hat man den freien Lauf in dem Spiel, was relativ geil ist. Ihr müsst natürlich jetzt der Ruckschirm, ich finde Schirm bescheuert, das ist ein Schild, das ist ein verdammter riesiger Schild, gedrückt halten und ihr könnt weiter durch die Gegend laufen. Also im Prinzip war das schon alles. Also hier wieder ein sehr, sehr schnelles Tutorial. Ihr könnt mich aber einfach mal informieren, ob das Ganze bei euch geklappt hat oder irgendwelche merkwürdigen Dinge aufgefallen sind bei der ganzen Sache. Also viel Spaß beim Testen. Für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, ich mache sehr, sehr viele Tutorials auf YouTube und natürlich auch geupdatete auf die neueste Version. Das Ganze wird natürlich in Playlisten zusammengetragen, damit ihr alles im Überblick habt. Das ist aber noch lange nicht genug, denn ihr bekommt auch noch von mir jede Menge Livestreams, Zelda Breath of the Wild, Splatoon Community Matches und vieles, vieles mehr. Also schaut einfach mal vorbei. Für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, ich mache sehr, sehr viele Tutorials auf YouTube und natürlich auch geupdatete auf die neueste Version. Das Ganze wird natürlich in Playlisten zusammengetragen, damit ihr alles im Überblick habt. Das ist aber noch lange nicht genug, denn ihr bekommt auch noch von mir jede Menge Livestreams, Zelda Breath of the Wild, Splatoon Community Matches und vieles, vieles mehr. Also schaut einfach mal vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, Leute. Ich bin so glücklich über den ganzen Support, den ich von euch erhalte. Und generell, das ist einfach so eine große Sache. Wer mich jetzt noch nicht kennt, ich bin auch auf Facebook aktiv. Ich bin auf Twitter aktiv und auf Instagram neuerdings wusel ich da auch rum. Ansonsten sehen wir uns zu den nächsten Livestreams bestimmt wieder. Also bis zum nächsten Mal, Leute.